So, hallo miteinander. Heute mal bei richtig ordentlich stürmischem Wetter. Ich hoffe, das funktioniert hier mit dem Mikro. Wenn da jetzt nur Rauschen kommt, dann wird das Video einfach nochmal gemacht. Jetzt probieren wir es einfach mal. Heutiges Thema, was ist eigentlich Märzenbier? Also seit langer Zeit mal wieder keine klassische Bierverkostung in dem Sinn, sondern ich möchte euch einfach mal ein bisschen was Bierhistorisches und eben zu der Biersorte Märzen erzählen, um die ein bisschen zu definieren. Wie bei jeder Biersorte ist es einfach auch hier der Fall, dass man nicht zu konkret werden kann und sollte. Ja, also das ist auch eine Sache, die ich mir leider ein bisschen, ja, ich sag mal leider, ein bisschen abgewöhnen musste. Ich war eigentlich auch immer jemand, der gerne definiert hat, gerne abgegrenzt hat, aber davon muss man sich einfach ein bisschen verabschieden. Das funktioniert so nicht. In der Bierwelt, da muss man einfach differenzieren, auf was bezieht sich meine Sorte. Geht es da um ein historisches Brauverfahren? Geht es da um ein regional bedingtes Brauverfahren oder regional bezogenes Brauverfahren? Oder ist es eine Biersorte, die man eben heutzutage nach modernen Maßstäben anders definiert? Und das lässt sich eigentlich auf jede Biersorte anwenden, aufs Pilz, aufs Export, aufs Märzen, auf ein Pale Ale, auf ein IPA, auf alle eigentlich. Ja? Und da muss man einfach ein bisschen differenzieren. Das ist wichtig. Fangen wir einfach mal historisch ganz grob an. Warum heißt ein Märzen Märzen? Was ist ein Märzen? Märzen ist im Endeffekt ein Bier, das im März gebraut wurde. Daher der Name. Ja. Das heißt jetzt allerdings nicht, dass es im März verfügbar war. Ein Bier braucht natürlich seine Zeit erstmal, bis es grundsätzlich erstmal fertig ist. Ja. Also da reden wir jetzt einfach mal von dem Monat ab Braubeginn. Das heißt sowieso, wenn es im März gebraut wurde, wird es so oder so frühestens im April getrunken. Also wenn irgendwo saisonal ein Märzen angeboten wird, extra exklusiv für den März, weil es eben passig klingt, ja, dann zeugt es eigentlich nur ja, von Unwissenheit, sage ich mal, und das passt eigentlich überhaupt gar nicht. Ja. Wie kommt es jetzt also, dass speziell im März ein besonderes Bier gebraut wurde? Das hat verschiedene Gründe. Der wichtigste und der Hauptgrund, würde ich einfach mal sagen, liegt darin, dass es eben historisch gesehen bis zu einem gewissen Zeitpunkt einfach nicht möglich war, über die Sommermonate untergäriges Bier zu brauen. Also in der Zeit vor der Kältetechnik, vor Kühlanlagen, ja, wo man im Endeffekt maximal mit Eiskellern zumindest eine längere Lagerfähigkeit hinkriegen konnte, ja, da war es einfach nicht möglich, die kalten Temperaturen oder die kühlen Temperaturen, die für ein untergäriges Bier eben notwendig wären, hinzukriegen. Überhaupt das Bierbrauen war natürlich im Winter entsprechend einfacher. Jetzt war es also im März quasi so der letzte Monat, wo eben die kalten Temperaturen noch so garantiert werden konnten und so ein Brauverfahren eben noch durchgeführt werden konnte. Und im Endeffekt hat man dann den Sommer über von diesem im März untergärig eingebrauten Bier gezehrt. Ein anderer Grund ist tatsächlich der, dass im Jahr 1539 das Bierbrauen von Michaeli bis Georgi, also vom Michaeli-Tag bis Georgi-Tag, tatsächlich verboten war. Also über die Sommermonate konnte man nicht nur schwierig untergäriges Bier brauen, sondern es war auch schlicht und einfach verboten, was einfach in der Brandprävention begründet lag. Also man hat das Brandrisiko in den Sommermonaten beim Sieden war einfach zu hoch und dann hat man das Bierbrauen im bayerischen Raum verboten. Michaeli ist der 29. September, Georgi der 23. April. Jetzt ist der 23. April vielleicht ein Datum, das auch dem einen oder anderen schon bekannt vorkommt, nämlich ist es der Tag des deutschen Bieres. Am 23. April 1516 wurde das Reinheitsgebot verabschiedet. Vielleicht hat es auch tatsächlich nichts großartig miteinander zu tun und man hat es wirklich nur am 23. auf den 23. Georgitag gelegt, weil eben das Reinheitsgebot schon an dem Tag verabschiedet wurde. Aber meines Wissens wurde das Reinheitsgebot vor allem an dem Tag aufgestellt, da eben der Georgitag schon ein Stichtag im Brauwesen war. Kurze Verbesserung aus dem Off an dieser Stelle, da habe ich mich ein bisschen versprochen. Natürlich meinte ich nicht, dass aus diesem Grund
das Reinheitsgebot am 23. April verabschiedet wurde, sondern dass dieses Bierbrauverbot auf den 23. April gelegt wurde, da der Georgitag ohnehin schon einen Stichtag im Brauwesen dargestellt hat. Schon davor hat man als Art Bauernregel gesagt, Bier wird gebraut von Michaeli bis Georgi, da sich dieser Zeitraum einfach optimal dafür geeignet hat. Vermutlich hat man deswegen auch das Reinheitsgebot am 23. April verabschiedet, da dieser Georgitag einfach wichtig in der, ja, in der Landwirtschaft und auch im Brauwesen war. Jetzt hat man also im März als letzten Monat im Jahr Bier brauen dürfen oder untergäriges Bier brauen können. Und dann hat man das so eingebraut, dass es eben übers Jahr gut haltbar war und dann über die Sommermonate davon gezehrt werden konnte. Man hat also ein Bier gebraut, das ein bisschen stärker, auch hopfenbetonter war, um einfach eine gewisse Haltbarkeit zu garantieren. Dann hat man also die helleren, schlankeren und weniger haltbaren Biere getrunken, bis dann irgendwann mal das Märzen angestochen wurde. Und im September dann, da hat man dann das Märzen quasi vollends, ich sag mal, auf den Kopf gehauen und dann ging die Brausaison wieder los. Und was war dann Ende September, Anfang Oktober? Natürlich das Oktoberfest. Ja? Sprich, jedes Oktoberfestbier so gesehen war historisch gesehen ein Märzen. Heute ist es nicht mehr ganz so der Fall, zumindest werden auf dem Oktoberfest nicht mehr also zumindest nicht mehr gang und gäbe diese klassische Variante vom Märzen ausgeschenkt, die dann eben entsprechend kräftig, süffig, oft auch ein bisschen dunkler, gerne in so einen bernsteinfarbenen oder Kupferton ging, sondern das sind jetzt heute einfach oft auch helle oder ja, helle Vollbiere, Exportbiere und auch, ja, und das ist jetzt das, wo ich sagen wollte, der Stil Merzen hat sich eben auch modernisiert, abgeändert und heute ist ein Merzen gerne einfach nur ein helles Bier, das grundsätzlich auch noch klassisch ein bisschen stärker eingebraut wird und quasi so ein bisschen ein Übergangsglied zwischen hellem Export ja, und Merzen eben bildet. Ja? Also das ist so ein bisschen so ein Mittelding. Ich persönlich definiere ein Merzen immer gern als malziger, kräftiger als ein Export, aber dafür nicht so hopfenbetont wie ein Export. Ein bisschen süffiger, ein bisschen schwerer. Da gliedert sich für mich persönlich ein Märzen ein. Aber das ist genau das, was ich gerade sage. Man muss es ein bisschen für sich persönlich definieren. Das machen andere auch. Und am Ende vom Tag entscheidet der Bierbrauer oder die Brauerei, als was er sein Märzen jetzt oder sein Bier jetzt verkauft und wie er es bezeichnet, wie er es nennt. Und man sieht ja auch diese internationalen Wettbewerbe, wo dann auch mal ein Märzen einen Exportpreis gewinnt oder andersrum oder ähnliches. Ja. Sprich, diese Sorten, ja, diese Prinzipienreiterei und diese sortenspezifische Definition ist alles so ein bisschen schwierig und muss da ein bisschen vorsichtig angegangen werden. Heutzutage auf dem Oktoberfest, zumindest auf der Wiesn, da gibt es dann tatsächlich das Oktoberfestbier, was dann theoretisch nochmal ein eigenes Video verdient, denn die sind ganz speziell definiert tatsächlich. Und zwar müssen das Brauereien im Münchner Stadtgebiet sein und das Oktoberfestbier nach der Art eines Märzen muss mindestens 13,5 Grad Plato Stammwürze aufweisen. Sprich, da sind wir jetzt wieder ein bisschen im klassischen Rahmen. Allerdings sind die auch ganz gern dann ja, goldgelb oder vielleicht weniger oder mehr hopfenbetont. Also so 100% definiert ist es nicht. Dann muss man noch ein bisschen abgrenzen, den Begriff Märzen an sich. Wer verwendet den? Ja, wo gibt es denn überhaupt? Und da muss man ganz klar sagen, im süddeutschen Raum, vor allem im Bayerischen, da wurde lange Zeit Märzen auch einfach nur als Wort für, ja, sagen wir mal, für ein Bier benutzt, was in anderen Teilen Deutschlands quasi ein Export gewesen wäre. Sprich, es ist alles gar nicht so einfach. Auch Export ist so ein Begriff, der gerne einfach nur als Abgrenzung zu einem Pilz benutzt wird. Da muss man dann einfach ein bisschen
bisschen vorsichtig damit sein. Also gibt es ganz oft auch Märzenbiere, die Märzen heißen und im Endeffekt ja keine klare Sortenzugehörigkeit haben, einfach ein helles Vollbier sind und vielleicht für den einen oder anderen mehr in eine helle Richtung oder mehr in eine Exportrichtung gehen würden. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Heute ist Märzen natürlich nicht mehr an die Jahreszeit gebunden, also gibt es den Bierstil auch ganzjährig oder als Standardsorte von bestimmten Brauereien oder eben saisonal, vor allem, meiner Meinung nach, vor allem zur Oktoberfestzeit. Da hat sich das langsam wieder so ein bisschen etabliert, dass es dann während dem Oktoberfest wieder das mehr oder weniger klassische Märzenbier gibt. Jetzt müssen wir noch ganz klar sagen, in Österreich gibt es den Begriff Märzen noch mal verbreiteter. Es ist aber so, dass die Österreicher im Endeffekt zu jedem hellen Vollbier eigentlich Märzen sagen. Also in Österreich ist ein Märzen das, was in Bayern praktisch als helles gilt oder das, was jetzt hier in Baden-Württemberg oft als Spezial oder Export oder sonst was bezeichnet wird. Auch da muss man dann natürlich ein bisschen aufpassen, dass wenn man österreichisches Märzen trinkt, jetzt nicht gerade dieses süße oder süffig schwere, malzige, bernsteinfarbene, kräftige süddeutsche Märzen erwartet. Die Wortherkunft ist natürlich die gleiche, die Historie dahinter, das ist natürlich alles gleich begründet, allerdings hat sich das halt so entwickelt und bei uns eben anders, also es ist halt einfach so. Und das zeigt eigentlich wieder ganz klar, warum man da mit solchen Bierstil-Definitionen ein bisschen aufpassen muss. Wenn man zum Beispiel in den internationalen Wettbewerben den German-Style-Märzen-Bierstil anschaut, dann wird da auf jeden Fall niemals ein österreichisches Märzen drin vorkommen, weil es einfach nicht der Bierstil-Definition von diesen Wettbewerben entspricht. So, ich hoffe, ich habe ein bisschen aufklären können, was ein Märzen ist. Ganz grob gesagt kann man sagen, untergäriges, kräftiges, malzbetontes Bier, heutzutage weniger hopfig, als es bestimmt früher war. Früher mehr Hopfen, um eben eine gewisse Haltbarkeit zu garantieren. Das ist heute normalerweise nicht mehr so der Fall. Ganz klar, malzbetontes Bier, gerne um die 13 Grad Plato Stammwürze. Und im Endeffekt ist es das auch schon. Was man jetzt für ein Bier macht und wie man das dann nachher nennt, wie gesagt, bleibt jedem ein bisschen selber überlassen. Und als was man das jetzt einkategorisieren möchte, alles ein bisschen schwierig. Aber deswegen gibt es Märzen. Daher kommt dieser Bierstil, der sich in der Bierwelt etabliert hat und in der Biergeschichte einen Stellenwert hat wie wenig andere.